In meinem letzten Video habe ich dir den Felix vorgestellt und wie er zu mir kam. Also ganz nackig und mit einer alten Fellperücke. Ich habe dir erzählt, dass der Felix ein Schweizer Stoffpuppe ist und was das genau bedeutet. Wenn du das Video nicht gesehen hast, ich das unter diesem Video verlinken, dann kannst du das gerne anschauen. Jetzt ist der Felix ca. 10 Tage bei mir und ich habe noch ein bisschen hergerichtet. Und ich wollte dir den Felix gerne zeigen. Der Felix hat eine neue Brücke bekommen, ganz wunschgemäss in Brü, einen kleinen Strubelkopf. Und so sieht der Felix hinter uns. Und natürlich habe ich ihn auch eingekleidet. Er hat ein paar Hosen bekommen, ein Blüseltee und ein kleines Lumpje. Natürlich auch noch coole Schuhe. Mit den Puppenkleidern achte ich darauf, dass ich natürliche Stoffe brauche, Biostoffe oder auch Recycling mache mit dem Stoff. Ich achte darauf, normalerweise nehme ich eigentlich ganz gerne Jersey-Stoff, weil die sind dehnbar. Und das geht für Kinder besonders gut zum Anlegen und zum Abziehen. Und es ist einfach ganz ein weiches Material, das Kinder sehr gerne haben. Und ich schaue, dass ich dann weitgehend auf Verschlüsse verzichten kann, weil das für die kleinen Kinder ein bisschen schwierig ist, sie zum Heften und so. Und darum habe ich mit dem Lumpje nur den Knopf eigentlich zu machen. Das Blüselte hat zwei Druckknöpfe. Ich schaue, möglichst auf Klettverschluss zu verzichten. Das kommt gerne mit den Haaren in Konflikt und rupft die uns an. Also kein Klettverschluss. Die Hosen haben ein ganz bequemes, praktisches Bündchen. So wie für Babys eigentlich auch möglichst praktische Sachen, die ich trage und die ich nicht auftrage. Und auch die Schülerinnen kommen bei mir ganz ohne Verschluss uns einfach nur zum drüberziehen, satt angehäkelt, aber das hat aber gleich gut zum Anlegen und Abziehen geht, sodass die kleinen Kinder das gut können selber machen, so viel wie möglich. Ich habe zur Puppenkleider, was ich dazu meine und Tipps und Tricks zu Puppenkleider, habe ich dir schon in einem Blogbeitrag zusammengestellt. Ich verlinke dir unter diesem Video auch verlinken. Da kannst du das gerne nachlesen, worauf du schauen musst, wenn du Puppenkleider nähen oder biezen, wie wir sagen. Das war es von Felix. Der Felix verreist morgen wieder heim. Schön war, dass er da war und es war eine spannende Herausforderung. Und ich bin gespannt, was die Puppenmama dazu sagt und freue mich schon sehr. Abonniere doch den YouTube-Kanal, dann erfährst du das nächste Mal, wenn etwas los ist in meinem Fotokorb.